Ja, ist ja gut. Es ist doch in Ordnung. So, wir gehen jetzt einfach mal geradeaus. Boah, ich hab Angst. Ich hab Angst. Nein. Spinner. Nein. Noch nicht. Ich will noch nicht. Ha! Nein! Alter, was geht hier ab, Mann? Alter, was geht denn hier ab? Hirsch, beschütz mich doch mal! Hirsch! Beschütz mich doch mal! Wollen wir doch das Bett setzen? Nein! Wir stehen das jetzt durch. Sei doch mal ruhig, die hören dich doch. Mensch, Hirsch. Ist ja fürchterlich. Wollen wir uns denn schnell eine kleine Butze bauen? Wollen wir uns kleine Butze bauen? Eine Baumbutze. Haben wir denn hier einen Baum, den wir schnell fällen können? Komm, der Hirsch und ich, wir sind Freunde. Lass uns hier eben mal, kannst du überhaupt was sehen? Der Hirsch und ich sind Freunde. Der Hirsch und ich, ich und der Hirsch, wir sind Freunde. Wir teilen alles, auch die Nacht. Und die Angst, nee, die Angst teilen wir nicht, weil der Hirsch nämlich keine Angst hat, nur ich habe Angst. Ich will noch nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. So, super. Das ist ein super Unterschlupf. Was mache ich hier eigentlich? Wieso laufen wir denn nicht weiter? Nein, noch einer. Nein, da ist schon wieder was am Rumlaufen. Tschüss. Bei so einem Hirsch könnte ich auch nicht pennen, ne? So, jetzt stellen wir erstmal eine Fackel hier hin. In unser provisorisches Haus. Kriegen wir denn irgendwo noch ein bisschen Holz her jetzt? Einen kleinen Baum. Wollen wir den fällen? Hö! Nein, ein Oger! Ein Oger! Oger, 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 Oger! Wo ist er? Oger, komm her. Hallo? Komm schon. Ich bin doch hier. Du kannst doch zu mir kommen. Muss ich... Tschüss. So, zurück zum ursprünglichen Plan. Holz. Ich brauche Holz. Ich will immer nur einen kleinen Baum. Den. Den will ich. So, geht das jetzt gerade? Das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Mehr brauchen wir gar nicht.
Das reicht doch aus. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Ein bisschen größer soll das Haus schon sein. Alles safe. Ein bisschen größer soll es dann doch schon sein. Und es muss auch nicht schön sein. Wir wollen nur überleben. Eine kleine Waldhütte. Völlig ohne Anspruch. Nur eine kleine Waldhütte. So. Die ist wirklich klein, oder? Eine ganz kleine Waldhütte. Ganz verträumt. Direkt neben den Hirschen. So, jetzt nehmen wir mal die restlichen Birkenhölzer hier und machen da mal eine Crafting-Truhe draus. Das ist aber auch wirklich so. Was wollte ich denn jetzt? Achso, eine kleine Tür wollte ich machen. Eine kleine Tür. Zack. Eine Tür. Unser kleines neues Zuhause. Jetzt müssen wir doch ein Bett hier reinstellen, glaube ich. Also eine Hütte ohne Bett ist ja auch irgendwie bescheuert, oder? Eine Hütte ohne Bett ist doch kacke. Naja. Lassen wir das mal mit dem Bett. Aber Hütte auf jeden Fall. Warte mal. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist nichts Besonderes, was wir jetzt hier bauen. Ist mir schon klar. Aber irgendwie... So eine kleine Hütte hier mal zwischen den, in den Bergen oder im Wald. Kleine Hütte. Kleiner Unterschlupf. Eine Hütte ist es eigentlich gar nicht. Ist nur ein Unterschlupf. Kleiner Unterschlupf mit Hirsch. Mit Hirsch. Dann weiß man nachher auch noch. Kann man sich besser daran erinnern. Kleiner Unterschlupf mit Hirsch. Mit Hirsch. Von rechts wegen kannst du jetzt auch mal die Fresse halten, ne? So, von rechts wegen. So. Hier nochmal eine Fackel hin. Wir erkunden jetzt bei Nacht ein bisschen weiter. Diesen Nervelkitzen wollten wir ja jetzt haben. Wenn gar nichts mehr geht, laufen wir zur Hütte zurück. Die ist ja hier in der Nähe, aber die Sonne geht schon auf. Wir haben die Nacht gut überstanden, würde ich sagen. So, die Fackel nehmen wir wieder mit. Wir haben nicht ganz so viele im Moment. So ein bisschen haushalten sollten wir damit. Und unsere Punkte weiter aufstocken, weil wir ja gestorben waren neulich und so viel verloren hatten. So, tschüss Hütte, du hast uns gut beschützt. Der Hirsch hat über uns gewacht, die Hütte hat uns geschützt. Und wir können weitergehen. In welche Richtung? Ist doch klar. Ja, die Richtung passt. Da gehen wir erstmal weiter. Gucken, was wir noch so finden. Ich überlege gerade, ob wir dieses Gebiet das Potsol-Gebiet nennen sollen. Ich habe noch nie so viel Potsol gesehen, ehrlich. Nirgends gab es sowas. Sumpf, ja, in Sumpfgebieten, dass man da irgendwo Matsch und so weiter gefunden hat. Das gab es, selbstverständlich. Ach, ein Werwolf, guck an. Ein Werwolf. Die dürfen einfach nicht überleben. Weiter geht es. Alles voller Hirsche hier. Der Hirschwald. Und es wird windiger. Es ist ein bisschen windig. Wo sind wir denn jetzt? Mitten im tiefsten Wald. Guck dir das an. Hier ist nur Wald. Alles voller Wald. Ein unglaubliches Rohstoffgebiet. Könnte man alles abholzen. So, von denen nehmen wir nochmal ein paar mit.
echt geiles Waldgebiet. Das hört gar nicht auf. Wird jetzt auch ziemlich hügelig. Ich bin mal gespannt, ob wir noch irgendwas Interessantes hier finden. Cool wäre es ja schon. So, wir gehen hier mal wieder runter. Das ist also echt, also ist jetzt alles so ein bisschen ähnlich, was wir hier entdecken. Hier sind wieder diese Fuchsien, die ganz schön aussehen, wo man sicherlich noch was mit machen kann. Aber im Endeffekt ist hier jetzt nicht viel Neues. Nur ein riesiges Waldgebiet. Cool für die Jagd. Hatte ich ja schon mal erzählt, mein Cousin ist Jäger. Der würde sich in so einem Wald jetzt wohlfühlen. Eben hier oben drauf stellen. Sehen wir irgendwas? Siehst du was? Dann hört das mit den Hirschen auch mal irgendwann wieder auf. Ich höre hier seit einer Viertelstunde nur Hirsche. Und wir laufen und laufen und laufen und laufen. Geht bloß nicht ins Wasser, hier sind Piranhas drin. Nee. Oder? Siehst du, da war noch wieder so ein Blödmann. Das ist allerdings keiner hier. Das ist nur ein Fisch. Hallo Fisch. Oh, geil. Geil, 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 geil. Ja, 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 ich bin ja gleich bei euch. Ich streichle euch gleich noch ein bisschen, bevor ich weiterziehe. Das war's. Manchmal braucht man auch gar nicht so viel zu reden, oder? Manchmal braucht man gar nicht so viel zu reden. Manchmal sprechen die Geräusche einfach für sich. Manchmal spricht der Wald einfach, ohne dass ich reden muss. Glaub ich. Allerdings gibt es in Wäldern eigentlich keine Kühe, oder? Oder hast du schon mal was von Waldkühen gehört? Die geheimnisvollen Waldkühe im Potsol. Alter, was ist das für ein Riesenwald? Was ist denn das für ein Riesenwald? Der hört ja nie auf. So, wenn wir jetzt immer weiter in diese Richtung laufen würden. Irgendwas sträubt sich in mir, nach links zu gehen, also nach oben zu gehen. Irgendwas sträubt da sich in mir. Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen mehr erkunden hier. Deswegen bin ich wirklich gerade ernsthaft am Überlegen, wenn wir jetzt noch nach unten wollen, müssen wir das jetzt tun. Weil wenn wir jetzt noch weiterlaufen, sind wir wieder in bekannten Gebieten und dann lohnt sich das nicht mehr. Komm, wir laufen, wir machen eine kleine Schleife nach unten. Eine ganz kleine. Wir müssen ja auch berücksichtigen, dass wir nicht allzu viel Essen mehr haben. Das reicht zwar noch eine... Wespe. Also ein bisschen Essen sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir das finden. Ich weiß nicht, wie lange unser Essensvorrat noch vorhält. Deswegen, was wir mitnehmen können, sollten wir mitnehmen. Ob das Beeren sind oder was weiß ich. So, das tun wir erstmal hier rein. Fleisch auch.
Diese Pflanzen kommen in den grünen Rucksack. Hier sind noch dieser Seidelbast. Roter Farbstoff. Ach, das sind diese giftigen Pflanzen gewesen. Seidelbast. Einzelvariante. Roter Farbstoff, Hängepflanze, Warnung, giftig. Kann man die gegen Monster vielleicht einsetzen? Weiß ich gar nicht. Wer weiß das? Ob man diese Pflanze gegen Monster einsetzen kann? Wieso habe ich hier eigentlich ein Holzschwert? Muss irgendein Zombie gedroppt haben. Was soll ich mit einem Holzschwert? So, Pflanzen erstmal weg. Mehr Pflanzen haben wir jetzt auch gar nicht gesammelt. So, zack. Wieso? Wo kommt der Fisch jetzt her? Habe ich hier die ganze Zeit... Habe ich den eben erlegt, als ich im Wasser diesen einen Fisch totgehauen habe? Oder wo kommt der jetzt her? War der die ganze Zeit schon da? Keine Ahnung. Wie dem auch sei, könnte auch noch eine Nahrung sein. Jute-Store, keine Ahnung. Also, egal jetzt. Weg. Tschüss. Ja. Ach, wir wollten in diese Richtung. Genau. Oh, hier sind ein paar Gärten. Ein bisschen Essen zwischendurch. Ist ja nicht verkehrt, auch wenn das nicht lange vorhält. Und das beweist mal wieder, egal wie viel Essen man mitnimmt, es reicht irgendwie nie. Da geht's aber tief runter. Huch! Huch! Ha. Müssen wir da runter? So ein bisschen. So ein bisschen runter müssen wir da. So ein bisschen runter müssen wir doch. Das ist ja... Das kann man doch nicht einfach so liegen lassen. Das geht doch nicht. Außerdem ein bisschen Kohle könnte gar nicht schaden. Denn wir haben ja gar nicht mehr so viele Fackeln. Wenn wir uns damit schon mal so ein bisschen über Wasser halten können... Wir haben echt unglaublich viel jetzt mit dem Bahnbau verwendet, für den Bahnbau verwendet, für die unzähligen Fackeln, die wir in der Höhle gesetzt haben. Boah, was ist denn hier los jetzt? Hier ist ja alles voll. Ja, das muss halt jetzt zwischendurch mal ein bisschen sein. Nicht sehr viel, weil unsere Spitzhacke, du siehst es ja, sehr viel ist da nicht dran. Wird jetzt auch garantiert keine großartige Höhlenerkundung. Nein, die Höhle ist auch schon wieder zu Ende, aber das war doch sehr nett. Ach, fürs Erste können wir erstmal schon mal hier so ein bisschen... 4 Fackeln können wir erstmal schon mal herstellen. So, den Rest sehen wir dann. Jute-Store, kann man das auch verwenden? Nein. Geht nicht. Was kann man daraus herstellen hier? Jute-Seeds. Ah, das kann man auf jeden Fall anbauen, Jute-Stalk. Jute. The Vegan Option. So, was ist hier? Raus. Och, es wird schon wieder dunkel. Das wäre jetzt, wäre eine Höhlenexpedition eigentlich recht nett gewesen. Weil dann hätten wir die Dunkelheit umgehen können. Was ist hier? Gibt es da noch was? Nein. Rein gar nichts. Eine völlig überflüssige Höhle. Alles Jute, würde ich sagen. Ja, komm. Ja, okay. Es wird schon wieder dunkel. Ich will das nicht wieder machen. Warte. Komm, wir nehmen ein Bett. Ich will das jetzt irgendwie nicht. Ich will das jetzt nicht. Schnell, 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 schnell. Schlaf schnell. So, Bett stehen lassen.
Achso. Da, da, da. Bett kennzeichnen. Zack, zack. Bett. Oh, warum schreibe ich immer Bad? Mein Gott. Bett. Und weiter geht's.